Schön, dass wir den Start zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute bauen wir einen Doppeldeckerbus aus der Mr. Bean Serie. Aber vorab natürlich frohe Ostern, ich hoffe, du hast schon bei Ostern ja gefunden, aber ansonsten Blöcke in die Hand, bauen wir uns einen Bus. Für unseren Doppeldeckerbus müssen wir uns natürlich erstmal wieder ein paar Baumaterialien holen. Und für den Start würde ich mal sagen, holen wir uns erstmal ein bisschen Schwarzbeton raus, denn glatte Steinstufen, denn polierte Andesit-Treppen, denn roter Beton, denn rote Keramik, dann holen wir uns ein paar Schmelzöfen raus für die Glas. Ja, oder sag ich mal, die Gläser für den Bus, ne, unsere Fensterscheiben, da empfehle ich dir einfach mal schwarzes Glas. Dann holen wir uns noch ein paar rote, negerzige Treppen, davon dann nochmal die Stufen raus. Und dann geht's los, dass wir uns erstmal die Räder basteln. Dabei nehmen wir uns einmal unseren schwarzen Beton, die Räder haben einen Abstand zueinander von 2 Blöcke. Und nach hinten weg lassen wir insgesamt 7 Blöcke Platz, können wir hier kurz gucken. 7 Blöcke, wie gesagt, lassen wir dazwischen Platz und setzen hinten auch nochmal 2 Räder hin. Jetzt bauen wir unten schon mal das Fahrwerk vom Bus. Dabei schneiden wir uns mal glatte Steinstufen. Wir können natürlich hier einmal, sag ich mal, die Mitte schon mal ausfüllen. Danach setzen wir noch auf der Vorderseite ganz einfach eine Reihe an. Und auf der Rückseite setzen wir noch 2 weitere Reihen ein. Einfach hier hinten an den Rädern, zack, zack, noch 2 weitere Reihen. Wenn wir das Ganze soweit haben, geht es jetzt an unsere polierten Andesit-Treppen. Die wollen wir uns einmal über unseren Rädern platzieren und zwar immer so umgedreht. Das machen wir natürlich hier auch wieder 4-mal. Anschließend geht es wieder auf der Vorderseite weiter. Jetzt wollen wir mal, würde ich mal sagen, schon vorne unseren Motor einmal hinbasteln. Da nehmen wir unsere Schmelzöfen und an den Seiten platzieren wir jetzt schon mal ein paar rote Niederziegeltreppen. Und wenn wir das haben, geht es nun weiter mit unserem roten Beton. Den wollen wir einmal, sage ich mal, hinter unseren Schmelzöfen platzieren. Und nochmal hier an den Seiten einfach mal gerade weg, setzen wir auch nochmal unseren roten Beton. So, wenn wir das soweit haben, gehen wir auf die Rückseite und setzen hier auch nochmal so eine Ecke. Einfach so würde ich mal sagen, dass wir hier halt wirklich so 3 Blöcke noch hier in die Ecke uns mal setzen. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir nochmal auf die Vorderseite und setzen einfach hier in die Ecke auch nochmal einen weiteren roten Betonblock. So, jetzt geht es erstmal ran an die rote Keramik. Jetzt bauen wir uns ein paar Streben für unsere Fenster. Wir beginnen hier einfach mal, würde ich mal sagen, auf der rechten Seite, hier hinten, wo wir diese offene Stelle haben. Da platzieren wir einfach mal auf unserer umgedrehten Treppe einmal rote Keramik, lassen nach vorne weg immer 2 Blöcke Platz und setzen hier jeweils nochmal 2 weitere rote Keramikblöcke. Also auf der anderen Seite machen wir synchron das einfach mal mit und hier hinten die Ecke, die können wir komplett einmal zuziehen. Ich würde mal sagen, wir setzen uns gleich schon mal die Fensterscheiben hin. Das heißt einfach hier füllen wir vorne das einmal aus. Hier auf der Vorderseite, da würde ich mal sagen, gleich nach der Keramik biegen wir dann hier einmal ab und ziehen uns das hier so ein bisschen lang hier auf die andere Seite, ne, dass wir hier vorne die eine umgedrehte Treppe noch so Platz haben. So, auf der anderen Seite ganz normal gehen wir hier auch wieder lang mit unseren Glasscheiben. Wenn wir das Ganze soweit haben, nehmen wir jetzt wieder unseren roten Beton und können jetzt eigentlich hier, ich würde mal sagen, auf der Rückseite fangen wir einfach mal an, hier einfach mal eine rote Betonschicht mal lang ziehen. Das Ganze ziehen wir auch nach vorne weg. Achtet darauf, dass wir jetzt die Betonblöcke genauso weit nach vorne ziehen, wie unser Wagen ist, also unser Bus halt lang ist. Und dann gehen wir hier wieder auf der anderen Seite lang und verbinden das wieder mit der Rückseite. Wenn wir das soweit haben, geht es wieder ran an unsere rote Keramik. Wir beginnen jetzt auf der Rückseite und setzen hier am Ende einfach mal einmal rote Keramik hin und lassen nach vorne wieder 2 Blöcke Platz. Das machen wir so lange, bis wir hier vorne einmal ankommen und haben dann hier auch wieder 2 Blöcke Platz. So, auf der gegenüberliegenden Seite platzieren wir unsere roten Keramikblöcke auch wieder einmal. Und wenn wir das haben, können wir jetzt unseren roten Beton nehmen und den darauf noch einmal platzieren. Aber diesmal machen wir das nur auf den beiden Seiten. Die Vorder- und Rückfront lassen wir erstmal noch frei. Wie gesagt, nur an den Seiten machen wir erstmal unsere rote Betonblöcke hin. Denn in der Mitte wollen wir nochmal einfach mal ein paar umgedrehte Treppen uns einfach mal platzieren hier an den, ja einmal auf der Vorder- oder Rückseite, ne, setzen wir uns einmal umgedrehte Treppen. Und danach füllen wir dann hier oben alles nur noch aus mit unseren Stufen davon. Und wenn wir das dann soweit haben, geht es eigentlich auch wieder daran, dass wir hier das Glas einmal reinsetzen. Da fliegen wir einfach hier hin und füllen das Ganze einfach mal mit unseren Glasscheiben aus. Und wenn wir dann unsere Glasscheiben natürlich noch platziert haben, fliegen wir jetzt einmal in unseren Bus rein und wollen natürlich, weil es ja ein Doppeldeckerbus ist, noch ein weites Stockwerk reinbauen. Da nehmt dann einfach mal eure glatten Steinstufen und platziert die einfach mal, würde ich mal sagen, auf unserer zweiten Betonreihe hier einfach mal unten. Und dann füllen wir einfach hier die komplette Ebene im Bus einfach mal mit unseren Stufen aus. Weiter geht's nun, dass wir uns einfach mal ein paar Steinknöpfe holen, denn nochmal Akazienknöpfe, dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus. Roter Teppich sollte dabei sein. Dann holen wir uns noch ein paar Schilder. Ich empfehle dir mal einfach die Tropenschilder, die passen eigentlich gut zu Rot. Dann empfehle ich noch ein paar Gegenstandsrahmen, ein paar weiße Glasblöcke. Kannst auch gerne andere Glasblöcke sehen. Du siehst ja noch, wofür die sind. Und dann holen wir uns noch ein paar Gemälde einfach mal raus. Zuallererst wollen wir erstmal unsere Knöpfe verbauen. Ich sag mal, die Steinknöpfe sind natürlich hier für unsere Felgen gedacht. Wieder hier natürlich noch auf die andere Seite setzen wir unsere Steinknöpfe. Jetzt fliegen wir auf die Rückseite und platzieren mal unsere Akazienknöpfe. Das sind unsere Rücklichter, die wollen wir einmal unten auf der ersten Betonreihe 2 platzieren. Und bei der zweiten setzen wir die einfach an den Seiten. Jetzt können wir einfach mal unsere Tropenschilder nehmen und hier einfach mal, ja sag ich mal, unser Feld hinmachen, wo denn der Bus hinfährt. Ne, da könnt ihr so
ja, gleich angeben, nächste Haltestelle, ne, da hält denn der Bus. So, dann wollen wir uns noch hier hinten, wo wir es offen haben, noch einfach mal zwei Eisengitter platzieren. Und wenn wir das haben, geht es schon ab nach vorne. Da können wir eigentlich den roten Teppich gleich mal verwenden und den hier, so würde ich mal sagen, auf noch unseren freien Flächen hier platzieren. Nicht unbedingt bei den Treppen, da lassen wir das Ganze frei. Wenn wir das haben, können wir natürlich auch hier vorne wieder unsere Schrift machen, also unsere Schilder hin, da wo denn der Bus hinfährt, damit jeder weiß, wenn der Bus kommt, aha, das ist mein Bus, dahin will ich. Dann wollen wir natürlich noch vorne auch noch ein paar, ja, Scheinwerfer anbringen. Da würde ich einfach mal sagen, nehmen wir Gegenstandsrahmen und dann kannst du ja entscheiden, wie dein Scheinwerfer aussehen soll. Ich empfehle einfach mal weiße Glasblöcke, kannst auch gerne gelbe nehmen, kannst Glowstone nehmen oder, ne? Die Vorderseite haben wir jetzt somit abgeschlossen, kommen dann wir jetzt nochmal zu den Seiten. Ihr kennt ja meistens bei Bussen, ist ja Werbung oder sowas an den Seiten drauf. Das wollen wir natürlich ja auch in Minecraft ein bisschen machen. Wir beginnen einfach mal hinten, das würde ich mal sagen, einfach mal eine Blockreihe hier Platz haben. Setzen uns dann erstmal hier einfach mal immer, sag ich mal so, ja, ein Glasblock erstmal hin, so einfach nur als Markierung, den machen wir im Nachhinein wieder weg. Denn wir wollen darunter einfach mal zweier Gemälde anbringen. Ihr könnt jetzt auch einfach ganz lässig einfach hier eure Gemälde ranbasteln oder ihr sagt euch, nein, ich möchte das nicht, ich will doch lieber ein Muster haben, dann sucht ihr euch halt eure Gemälde raus, die ihr gerne haben wollt als Muster. Kann natürlich ein bisschen dauern, müsst ihr ein bisschen, sag ich mal, Zeit mitbringen, ne? Und dann macht ihr euch hier so ein kleines Muster rein, was euch natürlich am besten gefällt, ist Geschmackssache, was ihr dafür Werbung wollt, euch da einfach mal ranmachen wollt. Ich finde irgendwie das Motiv hier mit diesem Sonnenuntergang und ich weiß nicht genau, was das hier sein soll, aber ich finde irgendwie, das ist eigentlich eine gute Reklametafel hier auf dem roten Untergrund, ne? Das passt irgendwie. Auf der anderen Seite wollen wir das natürlich auch machen. Da beginnen wir einfach auch wieder hier erstmal unsere Glasblöcke unterzusetzen. Ne, und darunter können wir dann hier ganz einfach mal unsere Gemälde setzen. Und dann könnt ihr die natürlich auch wieder euch anpassen, wie ihr die braucht. Zu guter Letzt für unseren Bus holen wir uns einfach noch eine Truhe raus. Dann ein bisschen Schwarzeichen-Soundtor. Dann einfach Fichtenstufen. Dafür nochmal bitte die Falltüren. Dann holen wir uns noch ein paar Steintreppen raus. Steindruckplatten und Akazientüren. Das ganze Blockmaterial ist natürlich nur für den inneren Bereich gedacht. Wir beginnen erstmal mit unseren Türchen. Die wollen wir uns hinten einmal platzieren. Ich denke mal, wenn die Leute hinten mal im Bus einsteigen von unserem Doppeldecker-Bus, dann brauchen wir auch eine kleine Sicherheitstür. Ne? Falls der Bus mal zu schnell fahren sollte, machen wir einfach zu. Dann fällt auch keiner raus. Ups, die sollten wir so platzieren, dass die dann von innen so aufgehen. Man kann natürlich auch noch gerne Druckplatte platzieren. Ne? Das ist dann, wenn einer drin ist, dann ups, sollten die eigentlich automatisch zugehen. Ich glaube, dann müssen wir die einfach richtig platzieren. Genau, wenn wir die richtig platzieren, dann sollten sie auch richtig zugehen. Ne? Und dann passt das, wenn einer aussteigen will, dann geht es halt zu. Und wenn einer einsteigen will, muss er halt per Hand noch einsteigen, aber das geht ja. Naja, wir befinden uns jetzt in unserem Bus. Ich würde mal sagen, eine Truhe haben wir. Die platzieren wir einfach mal hier schon mal in die Ecke. Andernfalls gehen wir mal nach vorne und setzen hier einfach mal unser Zauntor hin. Das ist natürlich unser Lenkrad vom Bus. Denn so ein bisschen dekomäßig wollen wir uns hier einfach mal ein paar Sitzbänke reinbasteln. Da platzieren wir unsere Stufen, dahinter natürlich unsere Falltüren. Das Ganze können wir hier bis zu viermal machen, bevor das hier zu eng, also nicht zu eng wird. Also machen wir insgesamt vier. Dann machen wir uns noch, also nehmen wir noch einfach mal die Steintreppen und wollen hier nach oben gehen. Ich würde mal sagen, wir schlagen hier einfach mal, na, ich glaube drei Stufen sollten erstmal reichen. Die dann erstmal hier weg und dann setzen wir, würde ich mal sagen, hier mal eine umgedrehte Treppe hin. Über der Truhe setzen wir eine umgedrehte Treppe einfach mal hin. Und dann setzen wir ganz normal hier einfach mal Treppen nach vorne. Und ich sehe schon, wir müssen hier die eine auch nochmal weghauen. So, und dann kommen wir hier nach oben, können ruhig auch nochmal eine Stufe hinsetzen, ne, von unseren glatten Steinstufen, dann passt das Ganze. Hier oben haben wir leider, sage ich mal, einen Stufenboden. Da können wir nicht unbedingt jetzt uns ein paar Sitzbänke machen. Das ist dann, sage ich mal, so, ja, so eine Aussichtsplattform. Ne? Wenn der Bus durch die Stadt fährt, können wir hier alles schön beobachten, haben einen schönen Rundumblick und sehen dann die ganzen Sehenswürdigkeiten. Ja, unten können wir natürlich noch ein paar Sitzbänke machen. Ist dann mehr halt so dekomäßig. Und ansonsten kann man auch hier natürlich noch irgendwie was verstecken im Bus. Ne? Ja, so kann man denn auch so schnell seinen Londoner Doppeldeckerbus bauen. So sieht er jetzt aus. Natürlich mit Werbung. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was verdienen. Naja, jedenfalls, das ist er. Jetzt kann Mr. Bean einsteigen und losfahren. Ich hoffe, bist du immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht der Bus da. Jetzt können wir einsteigen mit Mr. Bean ein paar Abenteuer erleben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.